Was ist für Anleger besonders wichtig bei Investitionen in ESG-ETFs? Das schauen wir uns heute genauer an. Mein Gast ist Nima Pujan von der Invesco. Ja, die ersten Monate des Jahres sind um. Wir wollen uns heute die ETFs etwas genauer anschauen, insbesondere ESG-ETFs. Wie liefen die Flows? Kam mehr Geld rein dieses Jahr? Gut, seit Jahresanfang haben wir 10 Milliarden Flows gesehen in ESG-ETFs. Das ist im Vergleich zu den traditionellen Benchmarks natürlich weniger. Insgesamt haben wir allerdings schon 280 Milliarden in ESG-ETFs. Das ist relativ viel, wenn man sich das Ganze anschaut. Und auch die Wachstumsraten über die letzten Jahre waren sehr, sehr stark in nachhaltige Investments. Es gibt diverse Gründe, die sind zum einen politisch getrieben. Wir sehen von vielen Kunden, die wollen nachhaltig investieren. Und daher sehen wir doch eine sehr starke Bereitschaft, in nachhaltige Produkte zu investieren. Ja, und du sagtest schon, es beschäftigt uns schon mehrere Jahre und wird uns auch sicher die nächsten Jahre beschäftigen, das Thema. Sieht man insbesondere bei dem Flow, dass sich der verteilt, oder gibt es neue Branchen oder neue Themen, in die die Flows fließen derzeit? Wir sehen drei Teilbereiche im nachhaltigen Investieren. Einmal Indizes, die relativ eng noch an der traditionellen Benchmark sind, wo man allerdings Ausschlusskriterien hat, wie beispielsweise Tabakunternehmen, die rausfliegen, Rüstungsfirmen, die rausfliegen, aber auch Alkoholfirmen als Beispiel. Die sind relativ eng an der Benchmark. Der zweite Bereich, der relativ wichtig ist, sind Klima-ETFs, ja, speziell mit dem Thema Pariser Klimaabkommen. Dort gibt es relativ viele Produkte mittlerweile am Markt. Und dort sehen wir auch relativ starke Flows, was die Themen Klima angeht. Und der dritte Bereich, das sind thematische ETFs. Hier sehen wir beispielsweise Flows im Bereich Solar, Wasser, aber auch Wind. Alle drei Teilbereiche sind im nachhaltigen Investieren mittlerweile im Markt angekommen und wir sehen sehr, sehr gute Flows dort in diesen Bereichen. Ja, und für einen Anleger ist es dann auch oft wichtig, wie stimmt die Vorgesellschaft bei den Hauptversammlungen der Aktiengesellschaften ab, also Thema Proxy Votings. Mhm. Wie funktioniert das bei euch? Gut, beim Proxy Voting will man einen Einfluss nehmen aufs Unternehmen, einen positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit auch des Unternehmens. Wie wirtschaftet das Unternehmen? Und was Invesco macht, ist, wir nehmen die ETF-Assets oder Vermögenswerte, kombinieren diese mit den Vermögenswerten auf der aktiven Seite, unser aktives Haus. Und dann geht der aktive Fondsmanager und stimmt ab, ja, mit der Kombination von den passiven Assets und den aktiven Assets. Was ist der Grund dafür? Wir haben einen viel größeren Einfluss auf das Unternehmen und können so einen positiven Einfluss aufs Unternehmen nehmen, aufs Thema Nachhaltigkeit. Ja, und wenn sich ein Anleger genau interessiert, wie in seinem ETF abgestimmt wurde, kann man das auch irgendwo einsehen? Das kann man sehen. Wir haben auch Case Studies, wo man dann auch aufsehen kann, wie sich das Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit entwickelt hat. Als Beispiel haben wir dort zum Beispiel Goldminen. Dort hatten wir einen aktiven Einfluss, wie die Goldminen arbeiten und dass sie eben jetzt viel nachhaltiger agieren wie vor einigen Jahren. Ja, sehr interessantes Thema. Herzlichen Dank für deinen Besuch, lieber Nima. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview hier bei der BX Swiss.